bist Fitnessunternehmer und wenn du Nahrungsergänzung oder Supplements recherchierst, dann führt der Weg einfach immer noch vorbei an Pre-Workout-Boostern und After-Workout-Boostern und dem Pülverchen und dem Pülverchen. Meine Frage an dich, ist das eigentlich noch zeitgemäß? Vielleicht ist es ja bei dir auch so, dass die Umsätze mit solchen Produkten verschwindend gering sind. Ich bin ja selber Qualitätsanbieter und mit unseren Anlagen, Pre-Workout-Booster und so, wir haben tatsächlich vor Jahren uns überlegt, ob wir das ganze Zeug einfach alles komplett verschwinden lassen sollen und die Fitnesstheke bei uns im Unternehmen einfach schließen. Weil die Umsätze, das hat sich ja überhaupt schon noch nicht mal das Einkaufen hat sich rentiert, noch nicht mal das Recherchieren hat sich wirklich rentiert. Warum ist denn das eigentlich so? Ich meine, wenn man zu DM geht, also was da für Produkte unterwegs sind, wo der Umsatz hingeht. Also ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber ich gehe davon aus, dass wir einen locker hohen zweistelligen Millionenbetrag im Jahr in Deutschland umsetzen mit Superfoods. Also diese Umsätze werden gemacht. Und meine Frage ist, wenn man sich den DM anguckt, da gibt es Superfoods, alle möglichen Trends werden da verfolgt, von Tees über verschiedene andere Sachen, von Riegeln angefangen, die also völlig überhaupt nichts mehr damit zu tun haben, was wir in den meisten Fitnessstudios an Produkten finden. Und da finden wir tatsächlich irgendwie noch so die Klassiker. Und die Frage ist immer, welche Zielgruppe hat man im Unternehmen? Für einen Fitness-Discounter kann ich mir vorstellen, ist ein Pre-Workout-Booster wahrscheinlich ganz cool. Die Frage ist, wie sieht es aus für gesundheitsbewusste Zielgruppen? Und wenn du vielleicht ein Physiotherapeut bist, wenn du ein Qualitätsanbieter im Fitnessbereich bist, wie ist es da? Und in den vergangenen Videos, wenn du meinem YouTube-Kanal folgst, hast du das vielleicht schon gesehen, wie wichtig es ist, Zielgruppen zu verstehen und zu analysieren. Und beim Thema Nebenumsatz und beim Thema Umsatz überhaupt mit der Fitnesstheke geht es genau darum zu wissen, wen habe ich bei mir im Unternehmen, was ist meine Zielgruppe und was haben die für Probleme und wie kann ich die lösen. Und da lässt die Fitnessbranche im Moment brutal viel Kohle liegen. Die Kohle machen im Moment die Drogerie, der Drogeriefachhandel. Also DM ist für mich ein sensationelles Beispiel. Deren Theke wird immer länger und immer größer. Die Regale mit Superfoods und Supplementierung wird immer, immer größer. Und wir, die ja eigentlich Experten in dem Bereich sein sollten, wir gucken komplett in die Röhre. Das ist so ein bisschen, das hat mir der Herr Ralf Scholz gesagt, als ich ihn im Interview hatte, ist übrigens auch im Podcast drin. Er gemeint, dass wir denselben Fehler machen, tatsächlich wie der Sportfachhandel, weil wo kriegt man denn so eine Fitbit und so Fitness-Tracker? Die kriegt man nicht da, wo man Turnschuhe kaufen kann im Regelfall, sondern Mediamarkt hat die. Also der Sportfachhandel lässt da komplett Kohle liegen, war mir irgendwie auch einleuchtend, und lässt diesen Markt links liegen, statt eben diese Fitness-Tracker auch mit anzubieten und auch dazu zu beraten passend. Und wir im Fitnessbereich, wir als Gesundheitsanbieter, wir sind doch die Ernährungsexperten. Also wenn nicht wir, wer denn dann? Weil wenn es darum geht, Gesundheit zu verkaufen, na, Entschuldigung mal bitte, da ist Ernährung nun mal ein wahnsinnig wichtiger Bereich. Und da gehören inzwischen gesunde Hilfsmittel einfach dazu. Aber sorry, da ist eben mit dem ein oder anderen Pülverchen und mit dem ein oder anderen, ich finde Pre-Workout-Booster einfach eine coole Nummer, da fährt diese Zielgruppe einfach nicht drauf ab. Und wenn man das dann eben noch stehen hat, ist das sogar teilweise abschreckend und kann sich sogar negativ auf dein Image und auf deine ganze Reputation auswirken, weil das hat ja nichts mit Gesundheit zu tun. Und genau darum geht es mir. Mach dir Gedanken, welche Probleme hat deine Zielgruppe und wie kannst du die lösen? Und eines der Dinge ist tatsächlich das Thema Abnehmen. Die Problematik ist nur, wie sieht denn die Lösung aus für eine bestimmte Zielgruppe? Und vielleicht gehe ich da mal näher drauf ein, damit du nachvollziehen kannst, was ich meine. Es gibt da draußen eine riesengroße Zielgruppe, die will abnehmen. Aber das sind Leute, die sind jenseits der 35 und ganz ehrlich, die werden sich nicht asketisch ernähren. Also die werden keinen Bodybuilder-Ernährungsplan befolgen und in Zukunft auf alles verzichten, was Spaß macht. Also die werden ihr Gläschen Wein trinken und die werden auch noch mal eine Pizza beim Italiener essen. Die Frage ist, wie sieht deine Lösung zum Thema Abnehmen aus? Und wir haben uns irgendwann damit beschäftigt, warum nehmen die Menschen eigentlich zu? Und wir sprechen jetzt nicht nur von den Leuten, die krankhaft fettleibig sind, sondern wir sprechen von ganz normalen Menschen, die vielleicht mit 10, 15 Kilo Übergewicht durchs Leben laufen müssen.
Und dann haben wir uns mit dem Thema beschäftigt, was hindert eigentlich den Stoffwechsel? Was verursacht denn eigentlich Heißhunger? Und dann haben wir festgestellt, dass es überhaupt nicht erforderlich ist, dass diese Kunden verzichten und Diäten machen und sich asketisch ernähren. Noch viel krasser, wir haben festgestellt, dass wenn sie es tun, also zum Beispiel Frauen auf Kohlenhydrate verzichten, dann passiert sogar das Gegenteil. Und dann haben wir uns überlegt, naja, was macht Heißhunger? Was lähmt den Stoffwechsel? Dann haben wir festgestellt, Säurebasenhaushalt ist ein wahnsinnig wichtiges Element. Und dann haben wir festgestellt, Heißhunger hast du eigentlich immer dann, wenn deinem Körper was fehlt. Also wenn irgendwelche Mineralstoffe oder Vitamine, also wenn das, was du gegessen hast, jetzt gehen wir mal von aus, echt so, wie sieht das Durchschnittsfrühstück von einem Deutschen aus? Ne? So gesundheitsorientierte Klientel, weiß ich nicht. Also so der Normalo ist vielleicht so eine Butterbrezel am Vormittag. Und jetzt stelle ich dir als Experte die Frage, was ist da drin? Also keine wertvollen Mineralstoffe, keine wertvollen Vitamine, sind wir uns einig. Und dann wundert es vielleicht auch nicht, dass der irgendwie zum ersten Kaffee im Büro schon Bock auf was Süßes hat. Und als wir da mal dahinter gekommen sind, dass das die Zusammenhänge sind, haben wir angefangen tatsächlich zu gucken, ja, wie sieht denn das eigentlich aus? Wir haben echt angefangen, Darmtests mit den Leuten zu machen. Wir haben analysiert, wie sieht denn der Mineralstoffhaushalt bei den Leuten aus? Und dann haben wir bei uns im Haus festgestellt, die sind eigentlich alle sauer. Also sauer im Sinne von pH-Wert ist sauer im Urin. Und wir haben das wirklich machen lassen. Also du kannst dir vorstellen, wir haben alle unsere Mitglieder, die neu sind, halb gezwungen, auf diesen pH-Teststreifen zu pinkeln, um uns mal eine Idee davon zu geben, wie sieht das bei denen eigentlich aus. Und dann haben wir festgestellt, dass 95% aller Kunden, die zu uns kommen, zu schlecht mit Nährstoffen versorgt sind. Das heißt, die essen viel, aber wenig Sinnvolles. Also wenig Inhalt und wenig, was der Körper wirklich braucht, um Stoffwechsel zu machen. Und jetzt brauchen wir auch nicht drüber diskutieren, was passiert, wenn man so jemanden trainieren lässt. Dass da Stoffwechsel nicht richtig funktionieren kann, dass da kein Trainingserfolg sich einstellt, dass die Leute hungern, sich nicht gut fühlen, Heißhunger kriegen, ist fast logisch. Und so haben wir angefangen, die Leute einfach gut zu versorgen. Und zwar mit natürlichen Produkten. Also ich bin eben nicht losgegangen in die Apotheke und habe dort synthetische Mineralstoffe und Vitamine besorgt. Also so auch zum Thema Pre-Workout-Booster. Gesundheitsorientierte Menschen, denen ist schon auch wichtig, dass das, was sie zu sich nehmen, gesund ist. Und deswegen haben wir Dinge gesucht. Ganz am Anfang haben wir angefangen tatsächlich mit Spirulina und haben eine Presslinge genommen. Ja, und das war dann teilweise schon ein bisschen verrückt. Die Leute hatten, die Schüssel war grün, aber trotzdem waren sie noch nicht basisch. Also ich kann dir sagen, wir haben das ein oder andere tatsächlich mit kleinen Gruppen immer wieder getestet, bis wir dann festgestellt haben, was den Leuten wirklich fehlt und es auch messbar gemacht haben. Und das war die Geburtsstunde von Jungbrunnen Superfoods. Wir haben damals begonnen damit, wirklich dann Produkte aus der Natur, die einfach besonders nährstoffreich sind, und da sind Algen nun mal der Topseller, die eben zu verpacken. Ich kann dir ein Beispiel nennen, unser Produkt von Jungbrunnen Superfoods, Basico. Da ist die Rotalge drin. Die Rotalge, die enthält einfach unfassbar viel Kalzium. Und Kalzium ist einer der wichtigsten Mineralstoffe für Stoffwechsel. Also Kalzium brauche ich nicht nur für Knochen und für Muskeln und für Zähne und für diese Dinge, sondern ich brauche es auch, um überhaupt basisch zu werden, also damit überhaupt Stoffwechsel stattfindet. Das heißt, Kalzium ist auch mit in allen anderen Stoffwechselprozessen beteiligt. Und ich habe einfach immer gesagt, ich will keine synthetisch hergestellten Mineralstoffe, sondern wirklich Natur. Und da war die Rotalge eine super Alternative. Und das sind heute die Dinge, wir geben unseren Kunden tatsächlich die Pille mit, die einfach das ausgleicht, was man eben im Alltag lieber genießen will. Ne? Und was man vielleicht auch im Alltag, wenn der vollgepackt ist mit Stress und allen anderen Dingen, gar nicht realistisch ist umzusetzen. Und das ist mein Impuls für dich. Überleg dir einfach, welche Zielgruppe hast du bei dir und wie kannst du deren Probleme besser lösen. Und dann brauchst du dir keine Sorgen um Umsatz machen. Weil wenn es Sinn macht, also wenn Kunden zu dir kommen, abnehmen wollen und du hilfst ihnen dabei, sich beim Abnehmen nicht nur fasten zu müssen, sondern sich auch noch dabei gut zu fühlen und zu merken, boah, das geht ja total leicht, dann brauchst du dir um Umsatz keine Sorgen machen, dann finden die Menschen das toll, weil sie spüren es. Und dann macht es einfach auch zu dieser Zeit, das ist, ergibt einfach so wahnsinnig viel Sinn, das passend zu machen, wenn jemand bei dir Kunde wird. Und das ist mein Impuls für dich. Überleg dir, welche Produkte helfen deinen Kunden, Probleme zu lösen, und dann zur richtigen Zeit bring das richtige Angebot vor
Und dann wirst du sehen, ist Pro-Kopf-Umsatz kein Thema mehr für dich. Und falls dir das geholfen hat, dann abonniere mich bitte unbedingt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.